So, hallo liebe Leute und willkommen zu Arc Wingman. Ja, wir sind schon kurz vorm Staffelende. Beam hatte kurz vorm Ende der letzten Session angekündigt, dass es schon so ein, zwei Tribes gibt, die schon viele Implantate haben und dass wir heute halt nur ja, so um die 2 Stunden spielen werden. Und zum Ende der Session werden die Implantate dann gezählt und dann wird es da einen Gewinner geben. Ja. Ich werde jetzt Folgendes tun. Ich bin komplett alleine. Der Quadzep, der ist leider im Stau. Bei ihm herrscht gerade ein Unwetter und es kann noch eine Weile dauern, bis er ja mir zur Seite stehen kann. Ne? Da muss ich jetzt einfach mal gucken, wie ich jetzt hier vorangehe. Also ich habe mir jetzt einfach mal gedacht, ich werde jetzt also mit dem Petri schnappen. Werde mal gucken, dass ich vielleicht den einen oder anderen Spieler vielleicht noch irgendwie grabben kann oder vielleicht auch direkt töten kann mit der Rolle. Deswegen hatte ich den Petri auch so ein bisschen auf Damage geskillt und genug Movement Speed, damit er auch gut vorankommt. Und ja, ich bin echt gespannt. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, denn ich meine, ich spiele das erste Mal jetzt alleine ohne den David. Ja, und mal gucken, was so passiert, ne? Ja, ansonsten, was gibt's Neues? Also ich habe noch die View Distance, die habe ich ein bisschen runtergestellt. Ich denke, da ich alleine bin und da es auch viele Spieler tun, ist es vielleicht doch besser, wenn ich das mal so mache. So habe ich die Möglichkeit, den einen oder anderen Spieler vielleicht noch zu sehen, der sich vielleicht hinterm Stein verbirgt, den ich mit der Epic-Sicht so nicht erkennen kann. Ich werde es einfach mal probieren, ne? So ein bisschen werde ich den Peter jetzt noch leveln. Ja, mal gucken. Ich bin echt gespannt. Vielleicht habe ich auch einfach nur Pech und ich werde jetzt gleich volle Kanne aufs Maul bekommen oder so. Ich habe keine Ahnung. Und ja, mal schauen, was passiert. So, komm her. Level 595 Dodo. Ach, das war ein Elite-Dodo. Okay. Mal gucken, vielleicht kann ich den noch looten. Müsste der doch eigentlich hier gewesen sein, oder? Ja. Ah, nix drin. Naja, schade. Okay, ja, dann. Komm her, dich nehme ich auch noch mit. Also bei den ganzen Petris hier, da denke ich die ganze Zeit, dass irgendein Spieler da drauf ist. Da kriegt man schon so ein bisschen Paranoia. Weil die. Teilweise haben die auch diese Animation, dass die irgendwie auf einmal so einen Schwenker machen zur Seite. Da kommt einem das echt so vor, als wäre da irgendwie doch einer irgendwie drauf und der ist bemannt. Naja, ich fliege jetzt erstmal weiter. Ja, wäre ja zu cool, wenn ich gleich noch jemanden finde hier irgendwie. Ja, mal gucken, wie das ausgeht. Kann natürlich auch alles in die Hose gehen, ne? Da ist doch einer. Wow. Jo, da ist einer. Oh, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Der kämpft mit dem Skorpion. Wo ist er? Hä? Ich sehe den nicht. Ach, der ist da noch. Imperator, ich hab Impi getötet. Oh, nice. Ja, komm, direkt looten. Okay, der Skorpion kämpft mit dem Dodo. Nein! Hau ab, hau ab, hau ab! Hau ab! Nein, nein, nein! Ach, scheiße! Oh, verdammt! Oh, nee. Ja, das war jetzt eine dumme Aktion. Eigentlich hätte ich vielleicht erstmal den Dodo töten müssen, den Skorpion weglocken und dann Impi looten. Ah, nein, das war jetzt ein dummer Fehler. Ich hoffe, sein Kumpane kommt jetzt nicht. Ja, komm, gib Kette, mach fertig, töte mich. Oh, scheiße, der Petri. Obwohl, ich könnte ja eigentlich den Petri von Quadstep nehmen. Vielleicht schaffe ich das ja noch. Oh, Badass Pulmino Scorpius Level 510. Oh, ja, gut, das war ein dummer Fehler von mir. So, jetzt schnell den Petri nehmen, so schnell wie möglich dahin. Verdammt, ey. Boah, ich hoffe, sein Kumpane kommt jetzt nicht. Komm, Wand einreißen. Da ist noch eine Wand. So, und jetzt hin. So, erstmal die Wand zumachen. Komm schon, komm schon, komm schon. Yes! So, hin, 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 hin. Wo war das noch? Wo war das noch? Ah, da hinten.
Ah, genau, das war doch am Obelisken. So, Movement Speed. Komm, gib Kette. Boah, hoffentlich kommt da jetzt keiner. Ach, das wäre echt fatal. Ja, das war einfach nur dumm von mir. Verdammt. Naja, passiert. Vielleicht habe ich ja Glück und ich schaffe das noch. Also wichtiger wäre mir jetzt einfach, dass der Petri noch überlebt. Weil wenn der Quadzep gleich kommt, dann haben wir nur den einen Petri. Ach, das wäre echt fatal. Mal gucken, vielleicht schaffe ich das ja. Da ist der Petri. Scheint, als wäre da keiner. Hinter mir ist der Skorpion. Schnell looten. Oh, da kommt er, da kommt er. Oh. Weg, weg, weg. Alter. Komm, jetzt muss ich ihn weglocken. Kommt er? Okay. So, looten, looten, looten. Check. Und den Impi. Na komm. Puh. So, jetzt ist man direkt nach Hause. Erstmal den Petri wieder zurückbringen, das Implantat safen und... Boah, da habe ich aber echt Glück gehabt, ey. Knaller. Mein Gott, ey. Das war einfach ein riesiger, dummer Fehler von mir. Da hätte ich ganz anders agieren müssen. Naja, gut. Ist ja nochmal alles gut gegangen. So, jetzt erstmal den Petri wegbringen. Na komm. Das war knapp, ey. Aber ich glaube, ich werde jetzt gleich trotzdem nochmal hingehen. Vielleicht kommt da gleich noch sein Kollege oder so. Ich weiß gar nicht, mit wem er jetzt gerade zusammenspielt. Und vielleicht habe ich ja Glück und kann ihn vielleicht auch noch irgendwie wegbashen oder so. Wäre ganz cool auf jeden Fall. Naja, immerhin, das erste Implantat läuft doch schon mal ganz gut. Ich meine, für die ersten 10 Minuten. So, das war doch hier, ne? Jo, da ist das Boot. Ja, ist auch keiner in der Nähe. Hoffe ich mal. Sieht aber nicht so aus. Hm, okay, keiner in der Nähe. Gut, dann... Petri, komm her, komm her. Na komm. Puh, das ging ja nochmal gut, ne? Knaller. Man muss immer die Augen offen halten, gerade bei Ark Wingman, ne? Das ist, das kannst du eigentlich so nicht mit Ark vergleichen. Also mit dem normalen Standard-Art, Ark. Ist einfach ein ganz komplettes Format und, du musst halt immer gucken, die Augen offen halten. Also es kann dich sofort jemand grabben oder dich wegsnicken von der Seite, wenn du dich da nicht, gut genug umschaust. Ist aber total geil, also man hat immer so ein bisschen Adrenalin, man fühlt sich auch teilweise echt immer beobachtet oder verfolgt. Man muss halt immer die Augen offen halten. Boah, der Totenkopfschädel, ne, das sieht so geil aus, so richtig episch, ne. Das haben sie richtig gut gemacht, jedenfalls der Mod-Hersteller, ne. Das war ja jetzt nicht der Entwickler, sondern der Mod-Hersteller, der jetzt auch übrigens, ja, direkt bei denen auch arbeitet, ne. Die haben denen dann ein super Angebot gemacht, und das hat er sich nicht ausschlagen lassen. So, noch ein paar Level mitnehmen unterwegs. So, dann gehe ich nochmal gucken. Mal gucken. Dann gehe ich nochmal gucken. Mal gucken. Auch nicht schlecht. So, nochmal den Petri eben schnell leveln. Ich glaube, ich gehe nochmal auf Movement Speed. Oder? Ne, ich gehe auf Damage. Umso mehr Damage, umso eher kriege ich die Spieler weggerollt. Ich denke, das wäre ganz gut. Oh, was haben wir denn hier? Oh, den hätte ich gerne. Verdammt, ey. Schade, dass David nicht da ist. Alleine Themen. Ich glaube, das macht jetzt keinen Sinn. Vor allem brauchst du da echt 4 Augenbeine. Dass der eine halt guckt, dass irgendwie keiner kommt und dass der andere dann halt den Petri oder den Püpte halt tamed. Ja, gut. So, weiter umschauen. Ach, ich glaub's nicht. Jetzt ist da auch noch ein Quetzel. Ach, verdammt, den hätte ich auch gern. So eine Quetzelstation, ey. Richtig cool. Oh, ich glaub's nicht. Da ist schon wieder ein Badass. Was hat denn der für ein Level?
420, ach verdammt, Mann. Jetzt sieht man auf einmal die guten Viecher, ne? Das ist unglaublich. Naja, was soll's. Noch einer. Naja, okay. Mit denen kann ich nichts anfangen. So, ich glaube, dann fliege ich mal hier rüber. Ich weiß gar nicht, ob ich hier schon gewesen bin. Obwohl, da hinten, das mit der Brücke, das kommt mir doch bekannt vor. Ich glaube, da waren wir doch schon mal gewesen. War das nicht Sub-Zero da oben? Ich glaube, ich gehe mal kurz schauen. Erstmal unten gucken, ob da einer rumläuft. Ich glaube, das war Sub-Zero, oder? Ah, jo, alles klar. Okay. Gut, und ich meine, da hinten auf der anderen Brücke, da war irgendwie auch noch eine Base gewesen. Aber ich hoffe ja eher, dass hier der ein oder andere Spieler noch irgendwie am Land rumläuft. Wäre natürlich super geil. Oh? Ah, was haben wir denn da? Und drauf. Hab ich ihn? Ah, verdammt. Jetzt läuft er weg. Komm her, komm her, komm her. Ich habe ihn getroffen. Ich habe ihn nochmal getroffen. Jetzt habe ich den Kano. Jawoll! Felix! Nice! Wo ist er? Wo liegt er? Hä? Der muss... Ah, ich glaube da vorne. Oh, nice, der zweite Spieler. Was? Ah, da. Alles klar. Da habe ich mich verguckt. So, kein Implantat? Wo ist das Implantat? Was? Hast du das? Komm her! Arsch! Verdammt, wo ist denn das? Hä? Das ist ja komisch. Warum habe ich denn kein Implantat bekommen? Naja, weggebackt ist er ja nicht. Der war ja eigentlich da. Ist aber komisch. Ich glaube, ich guck nochmal. Kein Spieler da? Oh. Okay. Ich glaube, ich bleib hier noch ein bisschen. Ich glaube, der sucht mich. Das ist bestimmt sein Kollege. Soll ich drauf? Ich gehe drauf, ich gehe drauf. Und? Okay, das müsste der Petri. Komm her. Wo ist der? Hä? Da hinten, hinterher, hinterher, hinterher. Ah, der ist zu schnell. Ich glaube, den kriege ich nicht. Wo ist das? Ich verstehe das nicht mit dem Implantat. Kann doch nicht sein. Na, ist der noch hier? Ah, ich glaube, der ist im Wald abgehauen. Och, das ist aber ärgerlich. Oder habe ich das vielleicht im Petri drin? Nee, oder? Vielleicht durch die Rolle? Warte mal, ich guck mal, ich versteck mich erstmal. Ah, ich hab ihn. Ach, wie geil. Och, korrekt. Ja, nice. Ich glaube, ich bringe das Implantat erstmal zurück, bevor dann nachher irgendwie was passiert oder so, oder ich sterb. Dann ist das Implantat auch wieder weg. Ja, ich glaube, das wäre die beste Entscheidung. Ja, nice, läuft. Zwei Implantate. Und ich habe noch keine 20 Minuten gespielt. Ich kann da gleich nochmal zurückkommen. Vielleicht finde ich den dann noch. Also der hat den ziemlich schnellen Petri gehabt. Also ich glaube, der hat gut Schaden bekommen. Deswegen ist er abgehauen. Ich glaube, der hatte so ein bisschen Respekt davor. Ich bin mir nicht sicher. Wer weiß, wer weiß. So, aber jetzt bringe ich erstmal das Implantat nach Hause. Ich weiß gar nicht, wie viele Punkte wir schon haben. Also wir müssten so um die 30, vielleicht auch 35 Punkte schon haben. Also wir haben, wir haben zwei, drei Kisten haben wir schon versteckt. Zwei Kisten sind voll, die andere ist angefangen. Und, da sind noch ein paar Doppelte bei, ne? Ich weiß gar nicht, wann beide voll gewesen. Ich glaube schon. Ich glaube, mit den Implantaten, die wir im Boot haben, werden zwei Kisten, glaube ich, voll.
Der David hat die Screenshots gemacht, also wir haben die extra im Meer versteckt. Und zwischen den Folgen haben wir, ja, das haben wir natürlich dann rausgeschnitten, ne? Dass das auch keiner von den Gegenspielern nachher mitbekommt, der zufällig vielleicht das Video von uns sieht. Und ich denke, das war eigentlich eine ganz gute Idee. Wir haben da echt einen guten Platz gefunden. Oder was heißt ein Platz? Das sind verschiedene Plätze. Und die dürften eigentlich nicht auffindbar sein, weil wir glauben nicht, dass irgendwelche Leute mit Unterwassertiere irgendwie ständig unterwegs sind. Weil ich glaube, die wenigsten Spieler, die, ja, die halten sich halt im Meer auf, ne? Also das glauben wir nicht. Ob es eine gute Idee war, wissen wir auch nicht so genau. Also ich habe seit letzter Session nicht mehr nachgeguckt. David hat die Screenshots gemacht von den Koordinaten und auch von den Implantaten. Und ja, mal schauen. Also ich wollte Ende der Session eigentlich mal schauen. Muss aber halt warten, bis David wieder da ist. Ich hoffe, der kommt gleich. So. Dann bringe ich das Implantat mal weg. Oh, guck mal, die müssen wir noch wegpacken. Mantmäxchen. Oh, doppelt? Okay. Spucktricks. Björn. Benny. Imperator. Und ich? Ah, okay. Als ich gestorben bin. Ach, dann muss noch das andere Implantat im Petri sein. So, erstmal gucken. Ist da jemand? Nee. Ja. Wie ihr seht, ich muss mich immer direkt umschauen. So, da haben wir es. Okay, das war das Einzige. So, das kann ich droppen und das rein. Felix, Imperator, ja. Läuft doch schon mal ganz gut. Ich war auch schon am Überlegen, ob ich das Boot vielleicht doch woanders parke. Aber, das Blöde ist halt, wenn ich das Boot steuere, dann kann es gut sein, oder dann wird es wahrscheinlich passieren, dass David rausglitscht. Deswegen lasse ich das jetzt einfach mal hier stehen und. Na, ich mache erstmal weiter. Ich hoffe, der kommt echt gleich, damit wir zusammen agieren können, ey. Oh, leck. Ja, man kriegt echt Paranoias, ne? Das ist unglaublich. Gerade wenn du alleine bist, ne? Mit zwei Augen ist es echt schwierig. So, auf geht's, weiter. Ach, der Petri macht einen super Job. Ich mag ihn. Vielleicht sollte ich ihm noch nachher noch einen Namen geben. Müsste ich mal überlegen. So, ist eigentlich eine ganz gute Idee. Immer schön am Strand gucken, ne? Guck mal, hier sind ein paar Hütten, aber das sind wahrscheinlich noch die Hütten vom Anfang, wo die Leute angefangen haben, sich zu leveln. Dann baut man halt erstmal so ein paar Sachen. Oh, was ist denn hier los? Ganz schön viel los, ne? Viele Dinos. Vielleicht hätte ich doch noch die ein oder andere Granate craften sollen. Vielleicht sollte ich das echt mal tun. Obwohl, ich weiß gar nicht, ob wir noch genug Ressourcen hatten. Ich glaube, hatten wir Ölmangel? Ich weiß das gar nicht mehr. Müsste ich nachher mal gucken. Und ich muss sagen, die Anunnaki-Mod, die gefällt mir richtig gut, ne? Also, was man hier für Dinos erlebt und sieht und wie die auch teilweise aussehen. Zum Beispiel der Warden oder wie der, ich glaube Warden heißt der, mit den Hut, ey, das ist einfach nur der Knaller, ne? Also so ein Dino hätte ich schon gerne. Aber ich meine, naja gut, alleine ist halt ein bisschen schwierig. Das kannst du alleine auch gar nicht schaffen, denke ich. Ich glaube, da musst du schon wirklich, wirklich viel Erfahrung haben in der Anunnaki-Mod. Und ich bin eigentlich immer noch recht unerfahren. Also mein Wissen ist vielleicht bei, weiß ich nicht, 40%, 50% maximal. Ich habe keine Ahnung. Man liest sich auch so ein bisschen rein, aber dann kann man sich auch nicht sofort immer direkt alles merken. Ist das ein Spieler? Ich glaube, das war ein Spieler, ne? Jo, boah, ist der schnell. Ja, da kriege ich ein bisschen Respekt. Ich glaube, da entferne ich mich erstmal ein bisschen. Und ich glaube, hier ist irgendein Boss irgendwo.
Kann aber auch gut sein, dass der im Wasser ist, dass es vielleicht ein Hai ist oder so. Weil die gibt es ja auch. Und ich würde am liebsten so viel noch erforschen, ne? Also so einen Drachen würde ich mir den möchte ich mir so gerne mal tamen. Aber irgendwie kam ich mit dem David zunächst. Ihr habt es ja teilweise selber gesehen, ne? Also es kam immer wieder Sachen dazwischen und. Ist das eine Kiste? Da ist eine Kiste. Okay. Direkt mal gucken, ob da was drin ist. Da hat bestimmt einer eine Kiste versteckt. Da ist ein Säckchen. Da ist ein Implantat. Wie geil ist das denn? Ey, da sind wir jetzt echt eine Weile hier auf der Insel und die Kiste haben wir nicht gesehen. Ja, das liegt da. Genau das ist es, ne? Das liegt halt daran, dass ich die Few Distance einfach auf Low gestellt habe. Dadurch erkennst du Dinge, die du vorher nicht erkennen kannst. Das ist ja der Hammer. So, wen habe ich denn da überhaupt gefunden gerade? Dwarf war das, glaube ich, ne? Mal gucken, haben wir den? Haben wir, ich glaube, den Dwarf, den hatten wir schon mal. Ich bin mir gerade nicht sicher. Kann gut sein, dass der schon in der Kiste ist bei uns. Müsste ich David mal fragen. David, jetzt komm, Mann, wach auf! Verdammt! Ja, drei Implantate. Na gut, ich glaube, das zählt nicht. Ich bin mir eigentlich sicher, dass wir das Implantat schon haben. Ich kann mich nicht genau dran erinnern, aber ich meine, den Namen, den habe ich gelesen. Ein Petri? Ist da einer drauf? Okay. Den hat bestimmt einer getamed und vergessen irgendwie unterwegs. Oder war wahrscheinlich mit seinem Petri zu schnell. Das habe ich nämlich auch schon ein paar Mal gehabt. Da habe ich mir einen Petri getamed, hatte mein Petri gut auf Movement Speed geskillt. Und dann irgendwann gucke ich so nach hinten, war der Petri weg. Und dann suchst du erstmal 10 Minuten und weiß nicht, wo der ist. Das, ja, da musst du echt aufpassen, ne? Da ist es meistens sinnvoller, den neuen Petri direkt den Sattel aufzusetzen. Weil den kannst du dann zwischendurch dann halt auch leveln und so kommt dann halt der schnellere Petri hinterher. So, mal kurz landen. Umgucken. Ach, guck mal, hier habe ich noch so eine Menge Zeug drin. Kann ich eigentlich wegschmeißen. Ach, die ganzen Samen, die nerven immer im Inventar. Die nehmen immer die ganzen Slots ein, dann hast du keine richtige Übersicht mehr. Aber ich glaube, das kennt ihr. Jo, ich glaube, dann fliege ich mal weiter. Ja, wenn es so weitergeht, alle 10 Minuten Implantat, ne? Puh, läuft. Naja, ich glaube es kaum. Das war jetzt bisher auch nur Glück gewesen, ne? Also ich meine. Ich glaube, der Imperator, der hatte auch gar keine Rüstung angehabt. Deswegen war das da auch ein bisschen einfach gewesen. Und ich glaube, der andere, der hatte gerade auch nur eine Lederrüstung. Ja, so ein bisschen Glück hatte ich schon dabei. So ist es nicht. Aber mein Gott. Gehört dazu. Der andere hat Glück. Der andere hat Pech. So, ich glaube, ich gehe da nochmal gucken. Vielleicht finde ich ja noch den anderen Spieler. Der Kumpane von Felix. So, da ist ein Pipte. Da ist ein Spieler drauf. Hab ich den? Ich hab den, ich hab den, ich hab. Au, 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 au. Au, au. Ich lass ihn fallen. Und nochmal durchrollen. Ich glaube, ich habe ihn erwischt. Hui. Ich hoffe, der hat keinen Taucheranzug. Na komm raus. Da ist noch ein Rucksack. Was war das? Komisch. Ach komm, so viel Luft hast du auch nicht. Naja, wer weiß, ne? Es gibt auch Leute, die skillen sich halt auf Oxy. Oder er hat einen Taucheranzug an. Ich weiß es nicht. Ja, aber der kam noch nicht raus. Ich guck erstmal im Rucksack rein. Ist da irgendwas Sinnvolles drin? Ach, Müll, verdammt. Wo ist der denn? Hallo? Ich glaube, ich gehe mal weiter weg. Ist der da? Nee, das ist ein Dodo.
Noch ein bisschen weiter weg. Vielleicht denkt er, ich hau dann ab. Ist aber merkwürdig. Oder der schwimmt die ganze Zeit, das kann auch sein. Ich glaube, da ist er wieder. Ey, Alter, zweimal hintereinander, ist das dein verfickter Ernst? Wer bist du denn? Nicht dein Ernst. Ja, keine Ahnung, ich bin die ganze Zeit auf Spielerjagd. Bist du der Felix oder wer bist du? Nein, du hast mich gerade schon mal runtergecrappt, du Otto. Ach so. Weiß nicht, du hast meine Leiche nicht gefunden. Doch, aber da war, ich habe kein Implantat gesehen. Krieg mich mal zu meinem Petri, du kannst gleich mein Implantat haben. Ich will nur mein Petri safen. Wo ist er jetzt hin? Wo ist er denn? Wo ist Petri? Lass ihn. Nein! Nicht dein Ernst! Aber bist du nicht der Fenster? Nee, weiter andere Richtung. Das ist doch ein Maulwurf, oder? Ja, genau. Super. Petri ist weg. Hast du meine Leiche. Warte mal ganz kurz. Hast du meine Leiche gerade nicht gefunden? Ja, einen Rucksack habe ich gefunden, aber ich habe da kein Implantat drin Im gesehen. Wasser? Ach so, nee, im Wasser war ich nicht. Ja, ich bin ins Wasser reingebacken, hab Fallschaden bekommen, bin gestorben hier irgendwo, wo du mich gecrapped hast. Was ist denn? Ey, und jetzt suche ich mal Petri ganz schnell. Also ich sehe den auch nicht. Er ist voll merkwürdig, der ist Uplet. Dreckig, Alter, ich liebe dieses Game. Ich Hast du finde noch ein den Bett auch. hier in der Nähe? Hast du noch ein Bett hier in der Nähe? Ein Stück weiter hinten. Moment, warte, ich kann auch mal schnell eins Hintersack machen. Einen Moment. Hast du kurz Leder? Warte mal. Erstmal gucken, dass mich hier keiner grabt, Mann. Ja, ich guck schon nebenbei. Ist nur zu hell, das scheiß Game. Perfekt. Mach ich ganz kurz den Lederschlafsack ein. Lop. No, ich habe jetzt schon drei Implantate. Mit deins sind es vier gleich. Ich Also dachte, seit der komm, Session heute. ich dachte, für den Finalkampf komme ich mal wieder drauf, wenn ich jetzt endlich wieder Zeit habe. Ja, dann habe ich den Petri getamed, dann habe ich mich erstmal jetzt so 20 Minuten Krieg mit so einem Kano gehabt, Alter. Und dann wollte ich gerade einfach nur kurz leveln, auf mir erster kommt mir so, okay, ist okay. Dann habe ich falsch gezogen, bin durch den Bug gestorben, Alter, der will mich verarschen. So, dann komme ich gerade wieder und dann der zweite crappt mich so, nein! Jetzt kannst du mich töten. Alles klar, wenn ich den Petri sehe, gebe ich dir die Koordinaten durch. Jo, wäre auf jeden Fall nett, danke.